أستغفر الله إن الله ذو كرم ورحمة للذي قد تاب من زال. بسم الله الرحمن الرحيم. Wir sind noch immer bei den Dingen, die das Fasten nicht ungültig machen. Ja? Was aber nicht bedeutet, dass es Dinge sind, die gut sind oder es sind zum Teil Dinge, die makruh sind oder so, aber die, wenn sie passieren, muss man das Fasten nicht wiederholen. Das letzte war was? Genau, wenn man in ein Wasser reingeht, in ein Wasser eintaucht und nichts in die Ohren kommt. Dann إذا غلبه القي وعاد بغير صنعه سواء كان القي قليلا أو كان كثيرا. Wenn man erbrechen muss, also wenn man erbricht, ohne dieses Erbrechen selbst beigeführt zu haben, also wenn man unabsichtlich erbricht, okay, und dann, entschuldige, es ist sehr unwichtig, aber dann sozusagen das wieder zurückkommt in den Magen. Unabhängig davon, ob es viel oder wenig ist, es macht es fast nicht ungültig. Okay? Aber إذا تعمد القي وكان القي أقل من ملء فمه وعاد لغير صنعه. Wenn er das Erbrechen absichtlich herbeigeführt hat, okay? Und das dann sozusagen wieder zurückkommt in den Magen, aber wenig ist, das heißt weniger als der volle Mund, dann wird das Fasten dadurch nicht ungültig. Umkehrschluss, wenn er absichtlich erbricht und ist der ganze Mund voll, Entschuldigung, und das alles wieder zurückkommt, dann ist ein Fasten ungültig. Dann muss es Fasten nachholen. Okay? Dann. إذا أكل الشيء الذي كان بين أسنانه وكان الشيء المأكول أقل من الحمصة أو من الحمصة. Wenn er etwas isst, was zwischen seinen Zähnen ist und das kaut und runterschluckt. Okay? Das heißt, jemand, der hat gefrühstückt, dann beginnt die Zeit des Fastens und er findet irgendwas zwischen seinen Zähnen, typischerweise, keine Ahnung, ein Stück Petersil oder ein kleines Stück Fleisch oder irgendwas. So. Und jetzt nimmt er das und schluckt es, zerkaut es und schluckt es runter oder schluckt es einfach runter. Aber wissend, dass er fastet. Wenn er es absichtlich, wenn er vergisst, dass er fastet und es unabsichtlich macht, ist sowieso, kann auch ein ganzes Menü essen, das stört ihn nicht. Ja? Aber er weiß, dass er fastet und dennoch zerkaut er jetzt diesen Bissen noch oder dieses Stück, was zwischen seinen Zähnen war, und schluckt es runter. Okay? Und hier ist es so, wenn es weniger als eine Kichererbse ist, also weniger als so ein kleines Ding, also weniger als Kichererbse, kennt jeder, dann, also wenn es ein kleines Stück ist, macht es das Fasten nicht ungültig. Okay? Umkehrschluss, wenn es mehr ist, wird das Fasten ungültig. Okay? إذا مضغ شيء مثل سمسمة من خارج الفم حتى يتلاشى ولم يجد له طعما في حلقه. Wenn er etwas Kleines von außen zu sich nimmt, in der Größe zum Beispiel eines Sesamkorns, okay, und das dann zerkaut, bis es sich auflöst und er keinen Geschmack davon in seinem Rachen findet, wird das Fasten ebenfalls nicht ungültig. Also, er konstruiert eine Situation, man sitzt beim Frühstück, dann ist der Adhan, dann hört man auf und dann sieht man jetzt vor sich so ein kleines Bröselchen oder zum Beispiel so ein Mohn, wie sagt man, ein Mohnkorn oder Korn, ja. Ich sehe jetzt das Mohnkorn, ich weiß, ich faste, ja, und denke aber trotzdem irgendwie, und ich nehme es und gebe es im Mund und zerkaue es. Es löst sich auf. Okay? Aber es gibt mir keinen Geschmack, der jetzt irgendwie da runter geht. Da ist mein Fasten nicht ungültig. Natürlich soll es nicht machen, aber. Und hier ist etwas zu sagen, es passt jetzt nicht unmittelbar dazu, aber es ist einfach wichtig. Die Zeit des Fastens beginnt mit der Morgendämmerung.
Dem Anbruch der Morgendämmerung. Wir werden noch darüber sprechen. Die Morgendämmerung ist derzeit in unseren Breitengraden, also in Norddeutschland und so weiter oder auch in Mitteleuropa, sehr im Hochsommer jetzt sehr schwer zu definieren. Okay? Das ist eine eigene Diskussion, ja, weil es gibt keine richtige Nacht derzeit und deshalb ist auch der Punkt, wo man zum Fasten beginnen soll, schwer zu definieren. Da gibt es verschiedene Ijtihadat, verschiedene Rechtsschlüsse, die Gelehrten da ziehen. Wichtig ist, wir richten uns nach einem von denen und wir sagen jetzt, okay, ich richte mich jetzt nach dem Adhan meiner Moschee, ich bin jetzt in der Moschee und der Adhan ist. In dem, oder die Gebetszeit bricht an, auch wenn der Adhan noch nicht ist, auch wenn der Muezzin sich verspätet oder verschlafen hat, aber in dem Moment, wo diese Morgendämmerung anbricht, also wo die Gebetszeit beginnt, muss ich fasten. Okay, das Fasten beginnt mit dem Beginn der Morgendämmerung. Okay? Wir sehen jetzt ein Phänomen, vor allem in Mekka und Medina ist es ganz extrem, aber in vielen islamischen Ländern jetzt. Es ist Adhan von Fajr und die Leute massenhaft in Mekka und in Medina stehen beim Brunnen und trinken, 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 trinken. Ja? Jetzt sogar sieht man oft, dass sie Wasserkrüge noch zu ihren Familien bringen und die trinken noch. Oder manche essen noch schnell. Ja? Und so richtig. Und der Grund dafür ist ein falsch verstandener Hadith, dass zur Zeit. Also dass es zur Zeit vom Propheten zwei Adhane gegeben hat. Okay? Und der erste Adhan entspricht dem, was Imsak heißt, was man jetzt als Imsak nennt. Ja? Und Imsak ist einfach eine Zeit, in der man sich sozusagen auf das Fasten vorbereitet, in der man weiß, okay, ab jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit. Das ist eigentlich Imsak. Oder es ist die Zeit, wo die Gelehrten sozusagen, also der erste Adhan ist ein Adhan, der mir zeigt, okay, jetzt wird es ernst, jetzt ist nicht mehr viel Zeit. Das ist der erste Adhan. Und Imsak ist einfach eine Zeit, in der die Gelehrten sagen, ab jetzt soll man diese Sunna aufhören soll man aufhören zu essen, dass man diesen Sicherheitsabstand der Sunna es einhält. Okay? Also wenn ich jetzt sage, okay, um 5 Uhr beginnt die Morgendämmerung oder mein Kalender steht um 4:15 ist Imsak und ich esse jetzt noch 2 Minuten nach Imsak, das ist kein Problem. Das macht das Fasten nicht ungültig. Das ist eine Pufferzone, Imsak, ja? Aber ab dem Moment, wo dann die richtige Gebetszeit eintritt, wenn ich da noch was esse und trinke, ist mein Fasten ungültig. Und jetzt hat es früher jetzt zwei Adhane gegeben und da gibt es Hadith, in der es heißt, es ist, also wenn ihr trinkt und ihr hört den Adhan, dann trinkt es zu Ende und esst zu Ende. Okay? Und damit ist der erste Adhan gemeint. So, die Leute lesen das, aha, wenn der Adhan, dann trinkt zu Ende. Ja? Und dann stehen sie jetzt da, beginnt der Adhan von Fajr und denken sie, okay, ich kann das Glas jetzt noch zu Ende trinken. Dann trinken sie noch zu Ende. Und dann machen das 1000 Leute und das sehen die anderen und dann hören sie irgendwie, okay, also wenn der Adhan ist, kann man noch trinken. Und dann auch wenn der Adhan schon begonnen hat, laufen sie noch hin und trinken noch. Und so. Und diese Sachen breiten sich jetzt auch in Europa langsam aus. Und vor dem ist zu warnen. Also wir müssen einfach wissen, die Zeit des Fastens beginnt mit dem Eintritt der Gebetszeit. Okay, also das waren diese Dinge. Dann sagt er, La yufsid as-sawm oder La yafsid as-sawm bil-ibra, sawa und du'ata fil-jild au du'ata fil-sharyan. Das Fasten wird nicht ungültig durch eine Spritze, egal ob sie durch die Haut oder in die Venen gegeben wird. Also, wie sagt man, subkutan oder intravenös. Es wird noch eine Zwischenstufe geben, nämlich intramuskulär. Wobei hier natürlich zu sagen ist, es gibt Spritzen, die eindeutig, also Infusionen oder Spritzen, die eindeutig dafür, dass sie nähren, dass sie Flüssigkeit dem Körper zuführen. Und die sind problematisch. Also hier meint er rein medizinisch indizierte Spritzen. Okay, und dann machen wir das letzte Kapitel für heute. Meta tajib al-kafara ma'al qada. Yafsu as-sawm fi sura al-atiya wa tajib fiha al-kafara ma'al qada. Also, bis jetzt haben wir die Dinge erklärt, die das Fasten nicht ungültig machen, obwohl man glauben könnte, dass sie vielleicht das Fasten brechen. Okay? Jetzt kommen wir zu den Dingen, die das Fasten ungültig machen. Und zwar gibt es, wenn das Fasten ungültig wird,
gibt's zwei unterschiedliche Kategorien. Das eine ist, dass das Fasten ungültig geworden ist und ich muss einfach diesen einen Tag nachholen. Und das andere ist, dass das Fasten ungültig geworden ist und ich muss den Tag nachholen und zur Strafe 60 aufeinanderfolgende Tage fasten. Und das nennt man Kefara, okay? Also Kefara ist es sozusagen eine Art von Wiedergutmachung. Kefara. Und er spricht jetzt drüber, eben welche Dinge machen diese Kefara notwendig. Idha akala as-sa'imu ridaan yamilu ilayhi at-tab'a wa tanqadi bihi shahwat al-batn. Wenn der Fastende Nahrung zu sich nimmt, welche für die menschliche Natur begehrenswert ist und welche die Lust, dieses Lust auf Essen mindert oder reduziert oder erfüllt oder so. Okay? Weißt du, verständlich? Also, der Unterschied ist der, angenommen, jemand würde Reiskörner, also harte, ungekochte Reiskörner essen. Okay? Dann muss er den Fastentag nachholen. Aber muss keine Kefara machen. Warum? Weil die menschliche Natur keine Lust auf ungekochte Reiskörner hat. Okay? Aber es geht hier um Dinge, die eben mit Lust auf Essen zu tun haben, die Appetit machen sozusagen. Wenn der Fastende Medikamente zu sich nimmt, ohne dass das von der Scharia her notwendig gewesen wäre. Wenn man trinkt, wenn man Wasser oder irgendwas in ein anderes Getränk zu sich nimmt, natürlich hier ist immer logischerweise absichtlich. Ja. Also Wasser zu sich nehmen hat verschiedene Formen. Es gibt einerseits, also ich weiß, dass ich faste und ich sage, na, ich bin aber jetzt durstig und trinke das Wasser und ich weiß, dass ich faste. Und wichtig ist bei Hanafiten, ich habe die Absicht gemacht zu fasten. Es gibt Muslime, die wissen zwar, dass morgen Ramadan ist oder übermorgen, aber sie machen von vornherein nicht die Absicht zu fasten. Das war große Sünde, aber für sie, wenn sie jetzt essen und trinken, müssen sie keine Kefara machen. Müssen sie keine 60 Tage fasten. Und 60 Tage fasten muss der, der die Absicht gemacht hat, in seinem Bewusstsein, seine Pflicht ist und dann das bricht. Also der weiß es Ramadan und trinkt und sagt, es ist mir egal jetzt. Ja, einfach, ich bin durstig und ich muss trinken, muss 60 Tage fasten. Die andere Situation ist die, dass er trinkt und das vergessend gemacht hat. Er hat nicht daran gedacht, dass Ramadan ist und trinkt einfach. Und dann kommt er drauf, was passiert. Er muss überhaupt nichts machen. Okay? Und dann gibt es die Situation, dass er ein Wasser zu sich nimmt, für das er den Tag nachfasten muss, aber keine Kefara machen muss. Und das ist eine wichtige Sache. Und zwar, wenn man Wasser in seinen Rachen bringt, aus Unachtsamkeit. Nicht aus Vergesslichkeit, sondern aus Unachtsamkeit. Und typisches Beispiel ist Wudu. Ich mach Wudu und ich mache Matma, dass ich spüle meinen Mund aus. Und bin dabei so unvorsichtig, dass Wasser nach hinten in die Kehle kommt. Okay, das passiert relativ leicht. Wenn das passiert, muss ich den Tag nachholen. Ich muss den Tag zu Ende fasten. Ich kann sagen, okay, jetzt ist der Tag sowieso kaputt, jetzt esse ich und trinke ich. Ich muss den Tag zu Ende fasten, aber ich muss ihn nachholen. Okay? Ohne 60 Tage jetzt durch. Ohne 60 Tage. Ohne 60 Tage. Ich muss nur den Tag nachholen. Kann man den Mund einspüren? Du kannst den Mund sogar, wenn du jetzt merkst, du hast einen trockenen Mund, Genau, okay? das meine Dann ich. kannst du Wasser nehmen, den Mund ausspülen und das Wasser ausspülen, überhaupt kein Problem.
Ja? Das Problem ist aber, wenn etwas vom Wasser nach hinten kommt. So, jetzt kannst du sagen, okay, wenn ich den Mund ausspüle, dann ist ja jetzt Feuchtigkeit in meinem Mund und die werde ich ja früher oder später irgendwie schlucken. Das macht nichts. Wenn das Wasser verbunden ist mit einem Speichel, also das ist einfach so, wenn ich normal meinen Mund ausspüle, dann verbindet sich das Wasser mit Speichel. Das kann ich nicht verhindern. Und irgendwann werde ich den Speichel schlucken. Das macht nichts. Ja? Aber das Problem ist, wenn richtig reines, frisches Wasser nach hinten in die Kehle kommt, was wirklich interessant ist, was bedeutet für uns, wir müssen aufmerksam sein, wir müssen genau sein, wir müssen wach sein. Ja? Okay, das Vergessen ist dir verziehen, aber Unachtsamkeit ist dir nicht verziehen. Es ist ein Unterschied zwischen, und das ist wirklich echt, das ist ganz wichtig, ja? Es ist ein Unterschied zwischen Vergesslichkeit und Unachtsamkeit, Ignoranz. Okay? Das heißt, im Umgang mit Wasser einfach vorsichtig sein. Dann, also wenn der Fastende Geschlechtsverkehr macht, wenn er einen Regen schluckt, der in seinen Mund hineingekommen ist. Also, er fastet, geht und es regnet ganz stark. Okay? So, und jetzt kommt Regen in seinen Mund hinein und dann weiß er, dass es das Regenwasser in seinen Mund gekommen ist und schluckt es. Ja, auch das ist so, wie wenn er Wasser trinken würde. Er hat es absichtlich getrunken. Nicht, wenn er es unabsichtlich trinkt, aber wenn er es absichtlich trinkt. Sind wir jetzt gerade noch bei den Sachen, die... Die will Kafara mal gerade, also die Kafara notwendig machen, okay? Und dann jetzt... rede über die verschiedenen Körner, ich will jetzt im Detail auflisten, aber wenn er zum Beispiel ein Sesamkorn von außerhalb seines Mundes nimmt, okay, und runterschluckt, okay, auch das macht Kafara notwendig, obwohl es klein ist. Aber es ist etwas, was einfach, das ist etwas, was der Mensch mag, also was er sozusagen. Was mit Schahwa, was mit Lust auf Essen verbunden ist, okay? Und wenn das, also was er sagen will, ist, egal wie klein das ist, wenn du es von draußen nimmst und runterschluckst, dann musst du dein Fasten nachholen und Kafara machen, okay? Im vorigen Fall haben wir es gesagt, wenn er einen Sesamkorn nimmt und das in seinem Mund zerkaut und es sich völlig auflöst, und er keinen Geschmack davon findet. Okay? Ich habe das richtig verstanden, aber wenn er jetzt etwas isst, was unappetitlich ist, absichtlich, dann gibt es keine Gefahr. Gibt es keine Gefahr, sondern, genau. Weil es nichts mit der Lust auf Essen zu tun hat. Die Gefahr ist im Prinzip dafür da, dass der Mensch lernt, seine Lust zu beherrschen, dass er eben im Ramadan nicht das macht, worauf er Lust hat. Wenn er wenig Salz isst, muss er Kafara machen. Auch dieses wenige Salz ist etwas mit Lust zu tun hat. Hat jeder verstanden? Arabisch Kurs. Okay, alles klar. Also wenn er eine Zigarette raucht oder eine Wasserpfeife raucht. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Ida ekel atin, wa huwa mu'tadun bi ekel atin. Okay? Emma idha lam yakun mu'tadan bi akl tin, fala talzamuhu al-kafara. Wenn er Lehm isst und gewohnt ist daran, Lehm zu essen. Das ist Pfanne.
Ich war halt im Zug und da war ein Mann neben mir und der hat so Bratwürstchen gegessen und eine Cola getrunken. Und ich habe diese Bratwürstchen gesehen, das war einfach so, das hat der Geruch davon und das Ding ist und die Farbe und das ist einfach alles und ich dachte, subhanallah, was Menschen zu sich nehmen können, ja, das ist echt Lehm ist appetitlich dagegen. Aber jedenfalls, er meint, wenn Menschen, die gewohnt sind, Lehm zu essen, auch alle Menschen nicht, also, und wenn die das gewohnt sind und Lehm zu sich nehmen, Ramadan, dann müssen sie Kefara machen. Wenn sie es aber nicht gewohnt sind, für uns wahrscheinlich ist Lehm zu essen nicht etwas, was mit Lust auf Nahrung zu tun hat, dann ist keine Kefara notwendig. Es gibt einen Ländern, die backen Keks aus Lehm, weil die kein Essen haben. Nochmal. Es gibt einige Länder, wo es Lehm nicht Wo ist Keks aus Lehm, ja? Keks aus Lehm essen. Interessant, ja. Spannend. Das sind so Dinge, die wir nie denken. Er sagt, dass es Länder gibt, in der man Keks aus Lehm isst, weil sie nichts anderes zum Essen haben. Gut. Und dann geht er noch auf die Bedingungen der Kafara ein und sagt, ich fasse es zusammen, das alles ist nur notwendig, wenn er absichtlich isst und trinkt und so weiter. Wenn er es nicht absichtlich macht, ist klar, dann ist es nicht. Ist keine Kefara, also keine 60 Tage notwendig. Dann auch, wenn er zum Beispiel, wenn er isst oder trinkt, weil er glaubt, zum Beispiel er glaubt, dass die Nacht noch andauert, aber es ist schon Tag. Oder er glaubt, dass Marib schon eingetreten ist, aber es ist noch nicht eingetreten. In dem Fall braucht er keine Kefara zu machen. Okay? Weil einfach, weil nicht bewusst ist dessen. Muss er nachfasten? Ja, Also den er muss nachfasten, also am Abend muss er nachfasten. Wenn er zu früh sein Fasten bricht, wenn er zu früh sein Fasten gebrochen hat, dann muss er nachfasten. Okay? Aber es ist keine Sünde damit verbunden. Aber er muss nachfasten. Meine Frau hat mir erzählt, dem früher in Tunesien war es so, dass keine Lautsprecher und so geben. Und da war es so, dass von der Moschee ist der Adhan gerufen worden und die Kinder stehen am Dach und warten, bis sie den Adhan hören. Und wenn sie den Adhan hören, dann gehen sie runter und sagen den Eltern und so, halt, also sie sollen essen. Ne? Und dann irgendwann haben sie einen super Spaß gemacht, dass sie es zu früh gesagt haben. So, es war noch nicht, aber. Gut. Und wenn es passiert, dann muss man einen Tag nachfasten. Also. Und die Kinder besser, also die Kinder strenger sein. Und dann auch, wenn natürlich, wenn man gezwungen wird zum Essen und Trinken. Okay. Wenn man gezwungen wird oder wenn man aufgrund der Umstände, wenn es unbedingt notwendig ist, aufgrund einer medizinischen Angelegenheit oder so. Und das Ganze ist auch so detailliert beschrieben, weil bei den Schafeiten, wo ist bei den Schafeiten Kafara notwendig? Nur bei Geschlechtsverkehr. Ja, also bei Essen und Trinken nicht. Okay? Gut. Genau. Und die Kefara besteht im Prinzip aus drei Dingen. Also es sind drei mögliche Arten von Kefara, die aber in einer Reihenfolge sind. Das erste, was man bei Kefara machen muss, ist eine Sklavin freizulassen. Okay? Wenn das nicht geht, wenn man das nicht findet, und das ist ja heute so, dann auf 2 Monate ununterbrochen zu fasten. Okay? Und man muss diese Zeit dann so legen, dass kein Eid dazwischen kommt, dass kein Festtag dazwischen kommt, weil es am Festtag nicht erlaubt ist zu fasten. Okay? Und wenn das auch nicht möglich ist, dann 60 Bedürftige zu speisen. Und zwar in dem Ausmaß, in dem man selbst gewohnt ist zu essen. Also bei uns Europäern wahrscheinlich, ich weiß nicht so, mit 10 € pro Tag oder so, oder 10 € pro
Okay? Und das ist die Kafara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Zähne putzen mit Zahnpasta. Das Mindeste, was dazu gesagt werden kann, was ich von meinen Lehrern gehört habe, ist, dass es makruh ist, aufgrund der Tatsache, dass die Zahnpasta einen Geschmack hat. Okay? Und dass diesen Geschmack im Mund reinzubringen makruh ist. Okay? Und das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass es schwer ist, zu verhindern, dass irgendetwas von dieser Zahnpasta in deinen Magen kommt. Das ist einfach schwer zu verhindern. Ich meine, jeder hat seine eigene Methode beim Zähneputzen, aber prinzipiell ist es nicht leicht, okay? Und wenn das passiert, ist dann Fasten ungültig. Okay? Und dann sagt man sich, okay, warum spart man sich das ganze Theater nicht und die ganze Gefahr nicht und putzt seine Zähne vor dem Adhan? Wir haben einen Segen hier, der heißt Ur. Wirklich, der Ur ist echt der Segen, wirklich. Ich meine, es ist ja nicht mehr so, dass man jetzt irgendwie, dass man jetzt essen und Zähne putzen, irgendwas und plötzlich werden wir überrascht, so plötzlich hören wir Allahu Akbar. So ist es nicht. Ja. Es gibt Kalender, es gibt Uhren und ich kann es ja berechnen und ich muss ja nicht bis zur letzten Sekunde essen und trinken. Ich kann mir 5 Minuten sparen und sagen, hier tue ich Zähne putzen. Und wenn ich das nicht geschafft habe, dann gibt's auch eine gute Erfindung, die vielleicht auch noch besser ist als Zähne, als Zahnbürsten, nämlich das Siwak. Und das Siwak ist sowieso erlaubt. Okay. Und über das Siwak gibt es unterschiedliche Meinungen. Also das Verhältnis zwischen Zahnbürste und Siwak, ist die Zahnbürste ein Siwak oder nicht? Bei den Schäfeiten ist Siwak alles, was die Zähne, alles Harte, was die Zähne reinigen kann, inklusiv oder exklusiv dem Finger, inklusiv dem Finger oder exklusiv dem Finger, exklusiv dem Finger, genau. Das ist, den Finger verwendet man, nicht dafür. Alles Harte und alles Harte, was die Zähne reinigen kann. Und das Beste ist ein Zahnholz. Und unter den Zahnhölzern ist das Beste die Art des Zahnholzes, die der Prophet Sassan verwendet hat. Der Arak. Okay? Und genau, bei den Hanafiten gehört der Finger dazu. Und nur der Adab zwischen, also der Adab von Siwak unterscheidet sich zwischen Schafiten und Hanafiten, dass die Hanafiten sagen, von der Natur her ekelt es den Menschen davor, die Zahnbürste oder die Dings des anderen zu sehen. Und darum macht man es beim Wudu, man macht es sich in der Öffentlichkeit. Ja? Und die Schafiiten sagen, es ist ein Teil vom, also es ist unmittelbar vom Gebet, soll man noch einmal seine Zähne reinigen. Und darum machen es auch in der Öffentlichkeit. Ja? Ich habe noch eine Frage. Ich hätte noch eine Frage bezüglich der Absicht am Anfang. Haben Sie ja gesagt, dass man Zeit hat bis zum Adhan von Dhuhr. Es ist so gemeint, dass wenn jetzt Adhan ist direkt, oder was ist, wenn jetzt, wir sind jetzt zu Hause und wir machen ein bisschen später, als die Zeit angetreten ist. Nein, es ist nicht das Gebet, es ist nicht das tatsächliche Gebet. Die Frage ist die Absicht bis zur Zeit vor Dhuhr. Ja? Und die Frage ist, manche Leute beten zum Beispiel immer später oder so. Ja? Hier geht es, wenn man sagt, die Zeit von Dhuhr ist überhaupt nicht das Gebet gemeint, nicht das tatsächliche Gebet, sondern ist die Gebetszeit gemeint. Ja? Und hier in Bezug auf Fasten ist gemeint, bevor die Sonne den Zenit erreicht. Also die Sonne den Zenit, der höchste Punkt, in dem sie zu der Jahreszeit aufgeht und Dhuhr beginnt, sobald die Sonne sich vom Zenit neigt. Und die Zeit der Absicht ist, bis kurz bevor die Sonne den Zenit erreicht hat. Also zwischen dieser Zeit der Absicht und dem Beginn des Dhuhr-Gebetes ist der Zeitraum. Wie sieht es aus mit Parfüm? Dann darf man Parfüm auftragen, wenn man zum Gebet geht oder allgemein Parfüm? Wie sieht es mit Parfüm aus? Darf man Parfüm auftragen oder nicht?
Es gibt bei vielen Gelehrten eine also gilt es als Makruh, absichtlich Parfüm aufzutragen, weil es eine Art von Genuss ist. Und es gibt einen Unterschied, das ist sehr wichtig, zwischen Parfüm und zwischen zwischen Dingen, die tatsächlich materielle Duftstoffe im Sinn von Stoffen mit sich tragen. Zum Beispiel Bachur. Also Bachur ist dieses Holz, das verbrannt wird, das Sandelholz oder so. Ja? Und Sandelholz zu riechen im Ramadan bricht das Fasten. Parfüm zu riechen nicht. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass wenn ich ein brennendes Sandelholz vor mir habe, dann kommen mit dem es kommen wirklich Stoffe, es kommt ein materieller Stoff raus, der sozusagen meine Körperhöhle betritt. Ja. Während beim Parfum sind es zwar auch, es ist feinstofflich, aber es ist so fein, dass es nicht mehr als materiell gilt. Die gleiche Unterscheidung, und das ist wichtig, ist zum Beispiel ein Stück Brot. Ich rieche ein Stück Brot, ist eine Situation. Und ich rieche ein kochendes Essen, ist die andere Situation. Und das kochende Essen zu riechen, ist sehr problematisch beim Fasten. Warum? Weil mit diesem, also wenn ich den Topf hier stehen habe, ich mache es auf und also Leute, die kochen, machen das gern, ja, und halten meine Nase hin, dann ist sozusagen mit dem Dampf, ist sozusagen, es sind materielle Dinge, die also materielle Duftstoffe, die mitkommen, ja. Das, was beim Brot zum Beispiel nicht ist.